Welcome to 361. Hi Leute, ihr wollt wissen, wieso ich ein Kacknoob bin? Dann bleibt unbedingt dran, denn ich bin schon ein Idiot manchmal. Schande über dich! Schande über deine Kuh! Schaut rein. Wiccan oder Hexer, eine elitäre, geheimnisvolle Kaste von Kriegsmönchen. Moin Leute, würde Piccolo sagen. Capso würde sagen, hey ho. Gorgas würde sagen, schön, dass ihr alle da seid, meine lieben Freunde. Und ich sage euch nur, hey gute wie. Ich nehme euch heute mal mit zu meinen Beobachtern auf EU2 und meinem Profil, denn ich habe das bewusst gewählt. Wir gehen in die Legendary Dungeon rein und ich habe mir auf diesem Profil natürlich mal ein paar Pilze angespart. Wie angespart? Die Creator kriegen doch so viele Pilze. Ehrenlos! Das kann doch gar nicht sein. Ja, auch unsere Pilze sind nicht unendlich und gerade wenn man die Ultimate machen will, Ultimate, dann ja, müssen auch wir hin und wieder mal was ansparen und der Einzige, keine Ahnung, der mir um die Uhrzeit Pilze schenken würde, wäre wahrscheinlich ein Typ namens Theo, der in Flipflops sagt, dass er meine Aura kennengelernt hat. Ihr wisst Bescheid hoffentlich. Wir gehen jetzt das erste Mal tatsächlich in die Legendary Dungeon rein, denn ich hatte bisher nicht die Möglichkeit reinzugehen. Heute haben wir Rosé-Tag. Rosé-Tag ist eben was ganz anderes. Das muss man zelebrieren. Deshalb waren wir heute schon an dem ersten Beach Club. Wir gehen jetzt an den zweiten und danach geht's in den Hafen, danach geht's zum Restaurant. Und so geht's einfach weiter die nächsten 6 Wochen. Auch die Folge ist relativ spät dadurch. Aber wir gehen drauf. Zwielichtige Geburtstagssause. Nichts hat sich hier verändert. Shake some fidgets. Ist der Boss. Nach wie vor. Wer jetzt nicht Angst sagt, der sagt besser gar nichts, sonst wird er geboxt. Und du hast pausenlos. Shake some fidgets. Du Kopf. Ich freue mich. Zwielichtig ist alles gut. Ich glaube, Gorgos feiert das bestimmt auch. So ein bisschen dieser Dark Flair. Und hier haben wir es doch. Legendary Dungeon Ultimate. Dreifache Menge an Ressourcen und dreifache Menge an Gold. Fuck ja, Gold! Goblin, Gold! Gehen wir drauf. Ich spiele am Handy mit so einem, ja, wie heißt das, Stift. Dementsprechend drücke ich manchmal Scheiße. Oh, der hat Scheiße live gesagt. Ja, Scheiße, Herrgott, noch eins. Ja gut, das wissen wir alles. Ich hoffe, ihr auch. By the way, wenn ihr noch keine Gratispilze und Lucky Coins bekommen habt für den Legendary Dungeon, dann blende ich euch gerade mal meinen Code dafür ein. Ich bin Fan von dieser Marke, wie gesagt. Ich liebe das und jetzt stellt euch vor, ihr habt einen eigenen Code so von euch in diesem Spiel, das ihr so liebt. Ich feiere das. Ich kann es nur immer wieder dazu sagen. Aber wir sind jetzt gerade hier für die Legendary Dungeon. Stimmt's? Stimmt's. Hat das gesagt. Spaß. Also gehen wir rein, betreten. Oh mein Gott, 2 Wege. Ich tut mir leid, wenn ich solche Witze hin und wieder mache. Aber es sind dann auch nur Witze. Aber bei 2 Wegen wüsste eine Blondine jetzt schon nicht, welchen sie nimmt. Ehrenlos! Ein Spaß. Natürlich Monster oder Fragezeichen. Wir stehen auf Risiko. Oh, geil. Was haben wir Xoff? Nice. Denn mit dem Fluchtassistent, ich bin noch nie aus der Legendary Dungeon geflohen. Ja, können wir mal davonlaufen. 31er machen. Spaß. Kiste. Ja, ist eine nette Summe mittlerweile, die sich da so anhäuft an Gold. Fragezeichenraum. Oh, was könnte das sein? Anhand des Symbols, das auf der Kiste vorne dran ist, könnt ihr tatsächlich erkennen, um was es sich handelt. Dementsprechend weiß ich, dass das ein Bösewicht ist. Ja. Was haben wir denn da? Ganz nett. Neißenstein. Nehmen wir mit, oder? Einpacken. Machst du mit ohne Zwiebeln?
Ach, wir dürfen alles haben. Ah, ist ja die Ultimate. Ich. Schande! Schande über deine ganze Familie! Schön mitschreiben. Schande über dich! Schande über deine Kuh! Warte! Geil. Profi. Ja, ich weiß. Geil. Ich denk so, nein, so war's. Darf ich jetzt wählen? Korrekt. Voll der Uwe-Move. Geil, 3. Ich mache nicht oft die Ultimate, merkt ihr. Beim letzten Mal habe ich alles einzeln gemacht. Mir ging es überwiegend tatsächlich nur um das The Witcher-Medaillon. Super geil. Player Games. Muah, richtig gut gemacht. Baba. Aber das hat mich geschickt gerade. Gehen wir weiter. Normale Kiste. Nee, alles verkaufen. Wir brauchen gerade im Moment nichts. Ja, ich bin ziemlich gut ausgerüstet und auch mein Quest Gear ist komplett perfekt. Dementsprechend, was haben wir hier? 4 Räume lang Monster auf einen Schlag töten. Ich empfehle euch das immer zu nehmen, denn, ja, was ist besser als Monstergegner quasi direkt zu Beginn wegzupunchen und dann einfach weiterzulaufen. Angriff ist die fucking nochmal beste Verteidigung. Deswegen wurde ich tatsächlich Mage, auch wenn ich gerade mit einem Bersi spiele. Oh, eine Kessel, wirklich. Der Rest verkaufen wir. Psst, willst du Schuhe und ein paar Handschuhe kaufen? Sie sind scheiße. Ja, Mann. Oh, Gold. Na, Opa, es geht. Schön aufgefüllt hier. Und natürlich Plünderer. 100% Gold aus Kisten. Und wir fucking nochmal Goblins lieben fucking nochmal Gold. Es schickt mich mit dem Happy Birthday da oben. Im Januar wieder. Hm, Holz. Es wäre schön, wenn mein Lager nicht überfüllt wäre. Wage dich, mich anzugreifen, hä? Nein, aber ja. Holz kann ich gerade nicht gebrauchen. Brauchen wir auch nicht. Der guckt ja gar nicht. Wenn ich sage, dass es perfekt ist, meine ich damit, dass ich gerade erst alles aktualisiert habe und es okay ist, wenn ich das auch mal skippe. Das Video wird sonst 18.000 Minuten und wir sind jetzt schon bei 7. Überleg mal, ich glaube, das muss ich gesondert bringen. Schlüssel, Tür mit Schlüssel, klar, Schlüsselloch. Ein paar meiner Generation werden auch wissen, was das für ein Magazin war. In der Kessel. Das muss kesseln. Ein paar meiner Generation werden wissen, dass das muss kesseln in Werner-Film war. Ja. Ja, schlimm, wenn man sowas sagen kann. Meine Generation. Früher war alles besser. Es war selber trocken. Aber sonst war alles besser. Die ist groß. Halb Beine. Ah, guck mal da. Klar. Ach, das war so dumm. Ja, komm, sagt alle. Blendet das in jedem Video ein. Guck mal, was Rudi da gemacht hat. Der Idiot. Natürlich. Spinnennetz. Spinne. Was ein... Fuck. Ich wollte kein Leben verlieren. Großartig. Schön, dass das gerade hier so ist. Das sind die 3 Gnome, beziehungsweise generell die Gnome, aus einem der Shakes and Fidget Comics. Da werden die Gnome als Katapultschleuder... Ersatz benutzt und wird auf die Gegner geschossen. Und Fidget findet das gar nicht lustig. Und deswegen feiere ich, dass das so quasi mit drin ist. Ich blende es euch kurz ein, aber geil. Geil. Ah, der Müllmann. Ich will dem eigentlich nicht wehtun. Das ist mein einziges Highlight hier auf dem Dorf. Bei uns passiert nicht so viel. Aber wenn die Müllabfuhr kommt... Geil, ich wohne halt auch noch in der Einbahnstraße. Was soll denn hier passieren? Aber ja, gibt's halt mal auf die Fresse. By the way, da ich ihn gesehen habe, Ork, ich habe da noch einen Fact, das wird euch interessieren. Gehen wir drauf. Ah, Kloman der Barbar, beziehungsweise in seiner dunklen Version. Die Conan der Barbar Version hatte ich mal in meinem Quiz. Und Knurk, wenn du das hier zufällig siehst, Conan, korrekt. Knurk mag Conan, ich halt irgendwie auch, aber
Ich habe noch nie stehen sehen hier in Shakes and Fidget. Das ist cool. Das hat uns gut Leben gekostet. So ein Zero Death Run, wie Dorsa es genannt hat, wird das halt, glaube ich. Wird's nicht. Och Mann. Der gute Müllabfuhrbeauftragte. Ich weiß nicht, wie das heißt. Mülldienstleistung. Mülldienstleistung. Schlechte Prostituierte. Hat der nicht gesagt. Darf er das? Ja, mehr als die Hälfte kann ich, glaube ich, aber zufrieden sein. Ich weiß es nicht mit Sicherheit, denn das ist meine dritte Legendary Dungeon jetzt ungefähr, seit ich wieder zurück bin. Und bei uns gab's das nicht. Dementsprechend kann ich noch nicht statistisch gesehen sagen, okay, mehr als die Hälfte ist gut, ein Run ist beim ersten Durchlauf gut. Ich bin zufrieden und ich glaube, darauf kommt's eigentlich an. Weiter geht's. 100% Leben auffüllen. Der Creator kann das ja machen. Ja. So. Geiler Ork. Richtig fette Animation schneide ich vielleicht raus. Als PNG kommt der sicher gut. Ah, noch immer. Ist der Bruder. Natürlich. Hol ich meinen Bruder, Digga. Ah. Er sitzt doch oft bei uns in der Taverne rum. Er war auch tatsächlich bei Shakes und Fidgets in der Gilde. Schlüssel, perfekt für eine Tür. Können wir direkt durchgehen. Das sind die schönsten Räume. Das wären die Räume, da würde ich erstmal direkt einbauen. Kurz einrauchen und dann wird weiter gefeitet. Da war das, ja. Mein Gott, 2023. So, ein Pilz, fett, guckt der böse. Der wird geballert. Jetzt geht's ab. Digga. So, gehen wir da durch. Truhe, normal. Flucht wieder. Ich erkenne das noch nicht am bloßen Auge vom Symbol her. Respekt an jeden, der das direkt macht, aber er ist nicht meins. Restmülltonne. Brudi, die hast du heute schon dreimal abgeholt. Bossfight. Oh. Jetzt wird's heftig. Der wird rasiert, schwöre. Wir haben vielleicht nur noch so 35%, würde ich vielleicht einschätzen. Aber den klatsche ich weg. Der wird so weggeklatscht. Falcon Punch! Hab ich doch gesagt. Mega. Dennoch lohnt sich auf diesem Level meiner Meinung nach das mehr. Der schon wieder. Es ist die Ultimate Dungeon. Und ich darf sie alle haben. Ich bin doch. Komm bitte alle lachen. Einmal LOL in die Kommentare. Kacknoob ist auch okay, aber oh mein Gott, daran werde ich mich nicht gewöhnen. Die gönnen ja richtig. Player Games gibt uns tatsächlich was. Muss ich nur 650 Pilze rein investieren. Das ist schon eine Menge, muss ich gestehen. Ja, auch ich habe jahrelang bezahlt für meine Pilze und es ist schon eine Menge, muss ich wirklich zugeben. Wir haben natürlich jetzt das erste geklärt. 15 Minuten habe ich gebraucht mit meiner Laberei. Ich hoffe, ich langweile euch nicht zu sehr. Damit habt ihr gesehen, was ich jetzt mal gerade im Legendary zum ersten Mal jetzt halt im Sommer, Juni, gemacht habe. Das war mein Beginn. Ich kam vorher noch nicht dazu. An dieser Stelle möchte ich aber auch noch ein kleines Shoutout geben an diese vielen tollen Mitglieder meiner Gilde, Beobachter auf EU2. Ich habe eine super Crew. Ich darf nicht immer nur das Goblin-Kartell oder meine Goblin-Piraten loben, denn diese Crew ist nicht weniger ungeil, muss ich sagen. Auch Gruß an alle anderen Beobachter auf den anderen Servern. Dementsprechend schön, dass ihr alle mit dabei wart. Ich lade es trotzdem hoch. Das überbrückt vielleicht, bis ich meine Show fertig gemacht habe, denn ich wollte dieses Video dafür benutzen. Werde ich aber jetzt nicht. Und ja, geil, dass ihr alle mit am Start wart. In der Taverne blinkt's gerade. Ah ja,
dreimal Gegenstand in den Hexenkessel werfen, geil, durch die Legendary nochmal mitgeholt. In den ich jetzt das hier gerade so gemacht habe, wird Marksman wahrscheinlich den kompletten Legendary Dungeon gelegt haben mit Rekord und dementsprechend waren das auch meine letzten Worte. Ich danke euch fürs Zuschauen, es war, wie Barney sagen würde, legendär. Danke an alle, die mit am Start sind. Falls ihr euch die ganze Zeit wundert, ob ich schwitze, nein, ist gar nicht heiß. Und ja, schaut in meine Show vorbei, sobald sie am Start ist. Ich gebe mir Mühe, das schnellstmöglich zu machen. Peace an alle, Shoutout an Gorgos, Bus mit Ohren, Sergio Kurai, Dorsa, Capso, Piccolo, Kisuel zweimal, weil ich ihn nicht so oft erwähne. Tut mir leid, Brudi. Tobi, an dich auch, Tobi Tobsen, Knurk, Bus mit Ohren, habe ich schon gesagt, oder? Es werden zu viele Namen. Svensson, Mom, er hat mich wieder erwähnt. Ja, und jeden, den ich vergessen habe. Basti. Ich feiere euch alle und ja, danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns später oder morgen. Legendary Rudos. Make your fans disappear, abracadabra. Been called nigger, but never been called cracker. Du siehst gern deutsche Schicks und Fidget-Videos und Streams. Ja. Hey, oh. Moin, Leute. Und du würdest dich gern mit Gleichgesinnten darüber unterhalten. Du hast echt eine Menge Probleme. Dann kommt auf die neuen SF-Creator Community Deutschland Discord-Server. Wir haben Hanrisel. Dazu Capso, Gorgos und viele, viele mehr. Ach ja, und diesen unlustigen Goblin-Typ Rudolf0815 oder so. Kommt unbedingt vorbei. Es wird voll Titte. That's fucking teamwork!